Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal F124. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, wir gehen rein in ganz entspannte Zeitfahrten, würde ich sagen. Ich habe extrem Bock. Ich bin schon ein bisschen gefahren. Ja, so viel sei vorausgesagt. Entschuldigt bitte, dass so lange nichts auf meinem Kanal kam. Aber es war einfach nicht die Zeit für mich, um Videos zu machen. Und ihr kennt's, ich mache das Ganze einfach nur just for fun. Ja, es waren andere Dinge wichtiger. Jetzt bin ich aber wieder da. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich würde jetzt einfach in drei Rennen oder in drei Zeitfahrten gehen. Und zwar in Strecken, die mir schon bekannt sind. Das wäre zum einen Österreich. Ich glaube, Imola wäre noch ganz cool. Und ja, Silverstone würde ich auch noch mit reinnehmen. Ihr könnt dann schon mal gerne in die Kommentare reinhauen, welche Zeitfahrten ihr noch sehen wollt. Ganz kurz. Ich habe auch vor, noch ein bisschen tiefer in F124 einzusteigen, aber möchte das erstmal nutzen, um da Zeitfahrten zu machen, um alle Strecken richtig kennenzulernen. Ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr rum, gehen rein und sehen uns gleich wieder. So, wie gesagt, ich starte mit Österreich. Ich würde sagen, wir fahren pro Strecke einfach drei entspannte Runden, eine zum Reinkommen und die letzten beiden Runden dann nochmal zum Abliefern. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ich wünsche mir sehr, dass es euch gefällt. Lasst an der Stelle dann schon mal gerne einen Daumen nach oben da unten, kostenloses Abo, falls ihr neu seid. Wir gehen rein und sehen uns in Österreich wieder. Let's go. So, und wir sind direkt auch schon auf der Strecke. Kommen mit einer fliegenden Runde hier rein. Boah, muss man sich erst mal daran gewöhnen. Und let's go. Rein geht's in die erste Runde. Ich werde das alles für euch einfach uncut mit hochknallen, damit ihr auch seht, was hier so abgeht. Erste Kurve gut gemeistert. Ja, wieso bekommen wir jetzt auf einmal Minuszeit? Ah. Oder Pluszeit vielmehr. Hier kann man schön entspannt spät bremsen und raus wieder kommen. Vielleicht schaffe ich es ja direkt, meine Zeit hier zu toppen. Oh, so wird es schwierig. Aber solange wir in so einem Zehntelbereich sind, ist es, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, das war eine knappe Kiste. Na, 200 Stillstand, doch ein ganzes Stück. Hier kann man fast Vollgas durch. Ah, die Runde zählt dann direkt mal nicht. Naja. Never mind, wir gehen rein in Runde Nummer 2. Ja, sieht gut aus. Dachte, es sieht gut aus. Oh, wir sind aktuell besser als meine Bestzeit. Come on. Nein, oh, es ist belastend. Selber verkackt. Och Mann, Runde Nummer 3. Okay, sieht gut aus, komm. Oh, in Sektor 2 wieder eine Bestzeit, come on, Mann. Ich glaube, die Runde zählt zwar nicht, aber sieht gut aus, komm. Nee, als ob.
Oh, ich hänge noch eine Runde dran, komm. Oh, nice. Ah, die Runde wird gar nichts. Ja, ich glaube, nach der Runde lassen wir es dann auch mal sein. Oh, die beste Runde habe ich mit Mercedes gemacht, okay. Boah, hier hängen wir richtig hinterher, Mann. Uiuiui. Boah, nochmal einiges aufgeholt gerade. Hab's jetzt nicht ganz so auf dem Schirm, wie es von den Sekunden aussah. Ja, gut. Mit Mercedes hatte ich eine Zeit von 1:06.332. Ja, da waren wir jetzt gerade schon einiges entfernt davon. Ja, schreibt mal gerne eure Zeiten rein. Wir gehen weiter und sehen uns gleich in Imola. Imola ist eigentlich auch eine Strecke, die mir sehr gut liegt. Ich fahre übrigens mit Controller. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre hier mit dem Lenkrad am Start. Imola macht mir auch persönlich viel Spaß. Deswegen gucken wir mal, was wir hier jetzt erreichen können. Wichtig natürlich, hier gut rauszukommen, um genug Tempo aufnehmen zu können. Let's go. Direkt mal verpasst, DRS anzuschalten, aber wir kommen gut raus. Stark, stark, stark. Let's go, komm, erste Kurve muss sitzen. Ja, sitzt. Oh, zweite eher schwierig, aber alles gut. Wir sind noch in einer sehr guten Zeit, oha. Das gibt's doch nicht. Zeit wird wieder nicht zählen. Mann, so kleine Fehler. Ach, ich bin hier ja bei der allerersten Zeit, lol. Hab wohl noch keine Zeit von Imola gemacht, dann war es wahrscheinlich Monza. Aber ich mag Imola sehr gerne. Boah, kritisch. Aber ganz okay rausgekommen. Als 20 Sekunden schneller. Nun. Platz 20.000 Heurika. Digga, das gibt's doch nicht. Ich starte die Runde neu. Ich habe keinen Bock, jetzt hier nochmal eine Runde zu verschwenden. Ich hoffe, dass die Strafe jetzt auch weg ist und wir eine Zeit fahren können, die auch zählt. Let's go. Ja, sieht nicht so aus. Ah, doch. Come on. Sehr gut, da ist der Fehler gerade eben passiert. Oh, das war nicht gut. Aber wir haben mehr Tempo gerade. Ja, das war nice. Das war schlecht. Oh Mann. Eine Kurve kann entscheiden darüber, ob man eine gute Zeit fährt oder nicht.
schon wieder. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Boah, ist eine verdammt gute Zeit. Also im Vergleich zu dem, was ich bisher gefahren bin. Oh, das hat mir richtig viel Zeit gekostet. Scheiße, Mann. Oh, es ist ätzend. Oh, so ein dummer Leichtsinnsfehler. Komm, eine Runde ohne Strafe, bitte. Eine Runde ohne Strafe. Halt's Maul. Mann. Es ist schon wieder passiert. Wir gehen rein. Letzte. Ich mache jetzt keine Faxen. Letzte Runde. Come on. Mann, Mann, Mann. Drei Runden habe ich gesagt. Mache ich. Was ist los? Ich mache wieder acht. Weil man keinen Zentimeter vorbeifahren darf, Digga, what the fuck. Gut, jetzt, letzte Mal. Ist ja ein Wahnsinn. Ja, nicht gut aus der Kurve gekommen, die ist halt sehr wichtig. Ja, man sieht's direkt. Ja, aber durch so einen kleinen Schlenker wieder reingeholt. Boah, es war nicht so optimal, aber alles noch im Rahmen. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, das ist so krass. Komm. Ja, das war optimal. Das dann eher weniger. Ah, oh, sind so Kleinigkeiten, Mann, das ist so belastend. Verkackt. Verkackt. Oh, Mann. Dann lassen wir es jetzt gleich mit der Runde gut sein. Oh, es ist so belastend. Und nochmal eine Strafe mit eingefahren, stark. Oh. Ist nochmal eine ganze Sekunde drunter. Oh Mann, wir gucken einmal kurz in der Garage nach. Boah, das sind richtig. Junge, 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 das ist ja gar nichts. Das ist keine gute Zeit. Ja, gerne mal Tipps reinhauen. Was ich auch in den Einstellungen ändern kann, ich habe ja nicht Benutzer definiert hier drin. Vielleicht liegt es daran, dass wir über 6 Sekunden hinten dran sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, wir sehen uns gleich in Silverstone wieder für die letzten Runden. Kann ganz schlecht einschätzen, wie lang das Video wird. Deswegen dürft ihr gerne raushauen, ob es euch zu lang ist. Und ob ich dann vielleicht eher zwei Strecken in Zeitfahren machen soll. Lasst mich das gerne wissen. Wir gehen rein. Fliegende Runde Great Britain. Let's go. Auch so eine geile, legendäre Strecke. Ich hab Bock.
war nicht so optimal. Aber wir fahren hier tatsächlich auch gegen einen Gegner. Das heißt, ich habe schon mal Zeitfahren hier gemacht. Come on. Oh, der Bremser war nicht gut. Ah, zweiter Sektor war nicht so gut. Konnte man auch eigentlich schon erahnen. Auch der dritte Sektor war nicht so optimal. Ah. Mehr Zutrauen. Sieht gut aus. Sieht gut aus, komm. Na, wieder ein bisschen Zeit verloren. Der zweite Sektor ist es auf der Strecke für mich einfach nicht. Oh. Mann! Mann! So ein scheiß Fahrfehler, Herrgott. Navikiste. Ja, aktuell ist der zweite Sektor auf einmal meine beste Zeit, lol. Nein, och Mann, es ist immer eine Sache. Och Mann. Wir geben dem Ganzen noch einen Versuch, komm. Das war auch nicht so gut. Aber wir sind in einer guten Zeit, komm mal.
Oh, weil ich nicht aufs Vollgas gehe, Mann. Ja, wieder verbremst. Och Gott, das ist so dumm. Okay, zweimal beste Zeit persönliche, das ist schon mal gut. Oh was, ich habe mich wieder so knapp verbremst, oh Mann. Ey. Oh Gott. Schauen wir mal kurz drauf zum Abschluss. Was hatten wir denn? 1,30. Oh, da muss mehr gehen. Da muss mehr gehen. Da muss mehr gehen. Das soll es jetzt auch mit dem ersten Video zu F1.24 gewesen sein. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da gerne, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Ich bin ja schon mal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao. Danke, danke.